Ja, hallo. Die vierte Folge von ARK Survival Evolved, das ist ein bisschen später geworden. Der Server war leider voll. Ja, sicherlich wundert ihr euch jetzt hier, warum die Angela, die Angie Level 17 ist. Und zwar war hier ein Brachiosaurus. In der Zeit, wo wir offline waren, hat er uns die halbe Base auseinandergenommen. Die mussten wir jetzt erst wieder aufbauen. Und ja, die Angie, wäre die mal in Real genauso aggressiv. Hat den Brachio anscheinend irgendwie alleine platt gemacht. Auf jeden Fall hatte die einen Arsch voll Fleisch und einen Arsch voll Heiz im Inventar. So, ja, hier habt ihr wieder unseren Die, unseren Schweizer. Hallo. Ja, da haben wir auch schon einen Kommentar erhalten. Ich glaube, ich muss dem Die mal ein bisschen Hochdeutsch beibringen, weil TommyXT Channel hat geschrieben, die Länge ist super, also bleibt bei circa 30 Minuten. Aber nichts gegen deinen Kollegen. Den verstehe ich kaum wegen seinem Dialekt. Also ich glaube, ich werde mit dem demnächst nochmal einen kleinen Crashkurs machen. Das ist hoffnungslos. Ja, ihr Schweizer, ihr seid unbelehrbar, ich weiß. Okay. So, was haben wir in der Folge vor? Wir wollen ein etwas größeres Vieh zähmen. Und zwar den, wie heißt der Hanebumble? Ich kann mir den Namen nicht merken von der Sau. Jomia. Genau. Ein Und Mount. ja, also als erstes, bevor ihr loszieht und ihr die zähmen wollt, sollte man erwähnen, das ist ein Pflanzenfresser. Das heißt, ihr müsst den mit Beeren füttern in der Zeit, wo der gestunt ist, und dann müsst ihr den mit den Narco-Berries. Wie das funktioniert, zeigen wir euch, sobald wir einen gefunden haben. Und dann begeben wir uns mal auf die Reise. Der Big D nimmt die Angie mit. Er kontrolliert die. Vielleicht kannst du ja noch mal was dazu sagen, wie man die kontrolliert. Für die Leute, die nicht wissen, wie man die Pets unter Kontrolle hält. Jo, am besten guckst du jetzt das Tier an, damit die Leute das sehen da, das Bild. Es steht drauf, Aggression Level ist momentan auf passiv gestellt. Genau, Also wenn ihr... das seht ihr, wenn ihr auf das Vieh drauf drückt und E Drei. gedrückt haltet. Nee, drauf schauen musst du, glaube ich, oder? Ja, und E gedrückt halten dann. Und Ja, dann kommst genau, du in eh den genau. Auswahlkreis. Genau. Das Problem ist, wenn ihr es nicht auf passiv habt, und jetzt, wie in unserem Fall, wo es noch auf neutral eingestellt war, in der Nähe der Base war, ist halt so, wenn die Base Damage kriegt, versucht das Tier, die Base natürlich zu deffen. Gut wie es geht. In dem Fall ist es so, dass der Brachio, also der Bronto da, keine Chance hatte gegen das Vieh, weil das irgendwie noch gebuggt ist. Der trifft das Vieh einfach nicht und irgendwann mal stirbt es dann auch. In eurem Fall ist es einfach so, haltet es vielleicht auf passiv, wenn ihr nicht wollt, dass es sich einmischt irgendwie. Wenn ihr gedefft werden wollt, müsst ihr es auf neutral stellen. Und wenn ihr es aggressiv anwenden wollt, müsst ihr es Attack auf your target einstellen. Genau, und das mache ich jetzt am besten mal, weil wenn der die das macht, seht ihr das ja nicht. Hier steht jetzt Cycle Aggression 2, Attack Your Target. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklick, dann greift das automatisch das Ziel an, was ich angreife. So, ja, dann lass mal losrennen, dass wir hier mal so eine Sau finden, dass wir die mal zähmen können. Jo, ich muss mich nochmal umstellen, weil ich will nicht, dass er den angreift, weil das tötet den nicht. Okay, lauf. Ja, du darfst vorlaufen. Weißt ja, ich Okay. Orientierungskrüppel und so. Jo. Also wir werden jetzt nur hinlaufen und nicht hinrennen, damit wir nicht so schnell ausgepowert sind. Das Hast du genug Ganze Steine für die Steinschleuder dabei? nur 54. Ja gut, ich Reicht habe das? 63. Ja, ich habe 63 dabei. Okay. Zu sagen ist zu dem Tier, es ist ziemlich schnell. Für so ein Schweinchen ist es verdammt schnell. Und die einzige Art ist, richtig zu jagen, ist es, dass man es irgendwo in die Enge treibt, bei Seiten angreift und versucht, so schnell wie möglich auszunocken. Weil ihr holt das mit der Zeit gar nicht ein. Es ist ziemlich schnell. Aber wir werden uns das Bestes geben. Überqueren so halb, ja, sag mal halb gefährliches Gebiet. Das könnte Raptoren hier haben, also wir müssen aufpassen, dass wir nicht angegriffen werden.
Auf Angie, lauf, hopp, hopp. Ist mal wieder schön leggy heute. Die reinste Diashow. Ja, lass warten kurz, bis es geladen ist. Ich könnte doch eigentlich meine Fackel ausmachen, weil deine ist ja an. Können wir sparen. Geht das Ding nicht futsch? War da was? Hä? Nee, nur der Parasaurus. Okay. Aber den können wir ja eh noch nicht reiten. Ich Ja, glaube, das ab dauert noch. Level 20 kriegt man den Sattel für den, glaube ich, oder? Nee. 20 war 15, glaube Triceratops. Ja, genau, 15. Triceratops war Level 20. Als Orientierung könnt ihr nachts zum Beispiel hier diese Türme nehmen. Da es ja noch kein richtiges Koordinatensystem gibt. Also es gibt zwar eine Map, wo man Koordinaten einzeichnen kann, aber ihr seht eure eigenen Koordinaten nicht. Das ist das Problem. Deswegen orientiert euch, wo ihr eure Base gebaut habt, am besten an den Türmen oder halt am Sonnenauf- oder Untergang. Dann wisst ihr eigentlich immer, in welche Richtung ihr rennen müsst. lass mal zuerst oben checken, ob er da, ob es da oben einer, zwei hat. Traue mich da irgendwie in die Nähe hier. Ja, scheiße, man sieht halt nichts, weil es Ja, auf der dunkel anderen ist. Seite, wenn man jetzt hier so rüber guckt, wo ich jetzt stehe, wenn man, ist da dieser Fluss, also da unten hat es T-Rex zum Teil, Skorpione und alles Wüste, was wir nicht sehen wollen im Moment. Alles noch Zukunftsmusik. Ich sammle noch mal ein paar Beeren so nebenbei, was geht. Jo. Ja, es wird aber schon wieder hell, so wie es aussieht. Oh, das wäre cool, ja. Da vielleicht bähen wir was und das ist so ganz gefährlich. Genau. So. War nicht am Strand was von diesen Dingern? Ist deine Fackel kaputt? Nein. Sie umgestellt, wo ist sie denn? Ach, Sie verloren. die hängt wahrscheinlich wieder irgendwo fest. Oh. Ja, also auf eure Pets müsst ihr aufpassen, sonst passiert genau das, was jetzt hier passiert ist. Die hängt jetzt irgendwo fest. Und ich gehe mal gucken, ob ich sie finde. Die ist bestimmt runtergefallen. Wahrscheinlich. Aber ich sehe sie auch nirgends. Oh mein Gott. Naja, die Dinger sind schnell gefarmt. Ja, wollen wir sie stehen lassen? Ja, wir gehen sie nachher suchen. Ja, war nur die Angela Merkel. Wenn man die verliert, ist nicht schlimm. Ja, wenn du das sagst. Okay. Herr Schröder hat ja auch schon Löffel abgegeben. Ja, stimmt. Ja, nichts von wegen, hol mir mal eine Flasche Bier. Eigentlich müsste sie auf dem Plateau irgendwo mal eine, müsste mir irgendwo mal eine antreffen. Ja, ich will's hoffen. Boah, was eine Leckshow, ey. Ja, jetzt wird die neue Zone geladen. Mal was für eine schöne Aussicht. Scheiße, sieht das gut aus. Ja. So, da unten haben wir Triceratops, Triceratops. Da unten war. Ego steht dort. Ego. Ja. Aber Lass kein noch mal weiter, Schwein. vielleicht sind wir weiter vorne noch. Was hier an der Ecke? Drüben hat es einen. Noch ein bisschen Ah, da ist ansehen. einer, ja, genau. Ja. Dann gehen wir doch.
Nee. Können wir hier runter? Nee, da Ich können wir nicht glaub runter. nicht. Mal hier gucken. Sag Ah, jetzt es nicht, du klappt. bist abgekratzt. Nee, ich hab sie belebt. Na, ich bestimmt nicht. Ich kenne mich. Futter, Futter dann. Futter. Jetzt haben wir Futter. So, muss ich mir aber noch ein paar Beeren reinziehen. Müssen wir nachher noch ein paar sammeln. Ich habe nämlich nicht allzu viel. Ja, mein Schall, ich schmeiß dir meine gelben raus hier. Ja, ich habe einen Knochenbruch, ganz toll. Ja, eben, du musst futtern, damit er heilt. Dann habe ich aber wahrscheinlich keine gelben Beeren mehr. Ja, ist egal, durchhauen. So, Ja, das ist Knochenbruch überall ist weg. Büsche und so weiter. Wir müssen einfach aufpassen, hier ist wirklich gefährliches Gebiet. Kann auch ein T-Rex mal plötzlich rauskommen hier. Oder ein Karno. Na, bleib mir weg mit den Kanus, ey. Verkrüppelter kleiner T-Rex. Hast du nicht Fleisch gehabt vorhin oder hast du schon gebraucht? Hehehe. Ah, hab ich verballert gerade. Meint schnell. Hab noch. Ich hab's nur gesägt gehalten, damit es nicht so schnell despawnt. Oh. Ja, wenn ihr irgendwelche konstruktiven Vorschläge oder so ein Kram habt, könnt ihr alles gerne in die Kommentare reinhauen. Oder wenn ihr irgendwelche speziellen Aktionen sehen wollt, haut's in die Kommentare rein. Wir antworten auf jeden Fall und ja, gucken dann mal, wann man das machen kann. Ihr könnt den Piranha im Wasser haben, also Piranhas sind vielleicht drin. Ja, wichtig dabei, achtet, wenn ihr über den Fluss geht, immer auf eure Ausdauer, auf den Blitz. Das Problem ist nämlich, wenn das leer ist, könnt ihr den Kopf nicht mehr über Wasser halten und dann, ja, gluckert er ab. So, wo ist denn die Sau? Irgendwo müsste sie sein, eigentlich. Da ist sie. Da ist sie. Wir müssen sie gegen die Wand, hä? Also von zwei Seiten gegen die Wand drücken. Ja, ich hoffe, das funktioniert. Das heißt, ich schieße von links und du von rechts, oder was? Genau. So, sagst du Bescheid und dann spannen Okay. wir an und schießen. 3, 2, 1, Schuss. Das wird wahrscheinlich nichts. Wo ist Doch, denn doch, das hin? passt, das passt, das passt, komm. Wo ist er denn? Da, Da. hinter dem Stein. Geht er ins Wasser? Oder er versucht's? Komm, fall um! Auf, faul um, du Sau. Ich glaube, ich habe... Nee, aber jetzt haben wir ihn an der Wand. Ah, Nice Potato. Na. Die Sau. Ja, das ist das, was wir gemeint haben mit... Die sind sauschnell, die Viecher. Ich komme nicht dran, Kacke. Ja, lass rüber. Gibt nicht, geht nicht anders. Hast du noch Stamina? Ja, Stamina ist noch voll. Okay, das passt, kommt er. Ah, es hat sich wieder beruhigt. Gleich titschen wir ihn nochmal an. Ja, dann müsste er eigentlich gleich umfallen. Aber warte, bis wir aus dem Wasser draußen sind. Ja. So. Ah, er will abhauen oder was? Ja, ich sehe nicht. Das Geht er wieder ruckelt so. rüber? Der will uns verarschen. Wirklich? Ah, nee, das ist ein Parasaurus. Ich dachte schon. Ich laufe ihm hinterher, mal schauen, ob ich ihn erwische noch. Weil wir haben Ja, viel auf ihn ich bin reingehauen, der auch. müsste eigentlich jeden Moment umfallen. Sein Torpor-Level ist Ich bin auch bestimmt hinter hoch jetzt. dir. Jetzt rennt er weg. Ah, jetzt, ja, jetzt kannst du es vergessen. Wir müssen weit außen rum, damit wir ihn auf die andere Seite ziehen können. Ja, jetzt rennt er weg. Lass ihn beruhigen zuerst mal. Ja, warte mal. Nee. Jetzt könnte man rankommen. Aber lass erstmal im normalen Schritt nach. Dreht gerade komplett durch, ey. Ja. Jetzt läuft er Okay, jetzt hat er normal, sich oder? beruhigt. Nein. Nee, sag mal, will der uns veräppeln? Ja, lass einen neuen suchen sonst. War der hoch, so hoch im Level? Nee, der hätte eigentlich umfallen müssen. Der hat so viele gekriegt auf die Nebel. Ich habe auch keine Ahnung. Ja, lass mal gucken, ob er sich da hinten jetzt beruhigt hat. Ansonsten
Ja, die Seite lieber nicht dort. Die andere Seite ist zwar auch Mist, wegen Skorpionen. Aber wir haben ja nichts gesehen auf der Seite. Ja, das ist das Problem. Was entscheidet, links oder rechts? Links. Okay. So. Warte mal, steht der nicht? Nee, das ist ein Blatt. Boah, Hallus, ey. Ja, wieder einsammeln hier beim Durchlauf. Ja. Dazu sollte ich aber auch mal die Zwille weglegen. Bin ich mal gespannt, ob er hier irgendwo steht jetzt. Er läuft jetzt bis in die Türkei runter. Er hat so viel Angst von Ah, uns. hier ist er, hier ist er, hier ist er. Okay. An der Komme. Steinwand. Ja, Oh, ja. jetzt hatte ich ein Leck, jetzt ist er mir entwischt, weil ich nicht Nein, da. ich hab ihn. Ich hab ihn noch. Jetzt ist er Ah, ich hab umgefallen. ihn, jawohl, oder du Hey. hast ihn, sehr schön. So, Okay. okay, jetzt kommen wir zur Bärenauswahl. Ich sammle mal, ne? Genau, du sammelst Bären, ich versuche das hier mal zu erklären. Und zwar haben wir die roten Bären, die blauen. Ja, von den roten hat er schon gleich weggefressen. Also der liebt wohl anscheinend die roten Bären. Brauchen wir eigentlich gar nicht groß weiter testen. Die lilanen Bären könnt ihr sofort reinhauen. Die fressen eigentlich alle. Was ihr weglassen solltet, wären die Stimberries. Weil dadurch kann das sein, dass der früher aus dem Stun rauskommt. Und das ist natürlich unschön. So, jetzt haben wir ja hier natürlich den lilanen Balken. Der nimmt ab, das ist der Stun-Balken. Sobald er relativ weit unten ist, also ich sage jetzt mal so bei 75%, hauen wir immer die Narkobären nach. Und dann füllt er sich wieder auf. Ja, ansonsten der Taming-Balken unten, der braune, der geht immer ein bisschen hoch. Solange Futter drin ist, ihr müsst aufpassen, dass das Futter nie leer geht. Sonst fangt ihr irgendwann wieder bei Null an. Das ist recht assi. So, jetzt zeige ich euch das mal mit den Narco-Berries, wie sich der Balken füllt. Nehmen wir mal eine. Wenn ihr die Narco-Berry angeklickt habt, klickt ihr einfach auf Remote Use Item. Und wie ihr seht, geht das Stück für Stück jetzt wieder hoch. Gut, das bringt jetzt hier nicht viel. Da haue ich nochmal am besten zwei rein, dann sieht man den Effekt besser. Und das Ding geht hoch. Wundert euch nicht, der Taming-Balken kann manchmal ein bisschen stagnieren. Ich sammle jetzt auch nochmal ein bisschen Futter ein in der Nebenzeit. Wenn nicht für das Ding, dann für mich. Halt darauf achten, dass der Stun-Balken nie runter geht. Also nicht zu weit runter. Sagen wir so, runter geht er automatisch, das ist klar. So, dann hauen wir nochmal ein paar Beeren rein. Hier habe ich jetzt auch schon den Fiomia-Sattel, den der Dee mir zum Glück schon hergestellt hat. Dann können wir das Ding nämlich gleich nach Hause reiten nachher. Gern geschehen. Ja. Das sollte ja auch ein Danke damit gemeint sein. Du Eule! Ja, klar. Ja. Kann mich halt manchmal nicht richtig ausdrücken. Hey, das ist sogar Einheitsfarben. Das ist eher selten, hä? Ah, ein bisschen graue Flecken. Schwarz-grau ist der, ja. Ja, ansonsten in der Zwischenzeit könnt ihr halt ein bisschen Sachen farmen, dass ihr im Level ein bisschen aufsteigt. Der Zähmprozess an sich ist eigentlich recht eintönig. Ich meine, bei dem Schwein geht's jetzt noch, aber wenn ihr einen Stegosaurus habt oder T-Rex, Brachiosaurus, die ganzen größeren Dinge halt, da kann es schon mal sein, dass er 1,5, 2 Stunden dran hockt. Kann sehr langwierig sein.
Hey du, Ja. du hast mich heute noch gar nicht angeschissen hier. So. Ich bin noch Ah, über gar, nee. ja, ich bin noch über keinen einzigen Scheißhaufen von dir gelaufen. Ganz diskret mache ich das Ah. in die Ecke. Du Eckenscheißer, du. Naja. Eben für einen Brontosaurus haben wir letztes Mal mit Schätze schon fast 3 Stunden gebraucht. Ne? Ja, da konnte ich ja leider nicht auf dem Ja. anderen Server, da musste ich ja Der in die hat ins Higher zwei. Bombaya-Bettchen, weil ich am nächsten Morgen wieder um 5 Uhr aufstehen musste. So. Auf dem Rückweg könnte man eventuell sogar noch ein bisschen Fleisch mitnehmen. Was denn? Zum Zum Grillen, Hamburger oder oder so? haben wir noch Fleisch? Ich glaube aber nicht. Aha. Ich habe noch 2 Stück jetzt auf mir. Was kann man jetzt in tonnenweise Beere reinhauen? Ja, Beeren also hier reinhauen. sehen wir die Meo-Berries, die frisst er eher wie die roten Beeren. Das heißt, wir müssten mal zusehen, dass wir am besten noch ein paar von denen rankriegen. Weil je schneller der die frisst, desto schneller geht natürlich auch der Taming-Balken hoch. Aber wenn man will, kriegt man nicht. Doch, jetzt 3. Da ist doch ein richtiger Schweinchen, der putzt sie richtig weg. Ja, und auf jeden Fall schon mal danke an die ganzen Leute, die uns innerhalb der letzten Tage abonniert haben. Hätte ich nicht gedacht, dass die Videos so gut ankommen. Dafür, dass wir eigentlich noch relativ frisch auf dem Gebiet sind. Danke nochmal dafür. Was nur für ein Bizeps, ey. Wer hat, der hat. Von Käsestämmen oder Was denn? was? Ey. Ja, der geht gut voran, hast 50%. So, jetzt hast du eine Tätowierung am Oberarm. Ganz lämmlich. Die sehen ja schon Okay. so ein bisschen aus wie die Klitschko-Brüder. Ja. Na, auf. Mach schnell Inventar hier. Nehmen wir ein paar rote Beeren. Eine blaue. Das dann ist auch noch in Ordnung. So, über die Hälfte haben wir jetzt schon getamed. Dann hole ich am besten noch mal ein paar Thatches. Die kann man immer gebrauchen. Dass wir demnächst mit der Base ein bisschen weiter bauen können. Sobald wir im Level weiter oben sind, können wir das gleich auch machen. Können wir demnächst auch schon mal anfangen, Wasserleitung zu bauen. Hier, Level 10. Sofern wir relativ flach genug sind. Ansonsten müssen wir noch ein paar Level abwarten, bis wir die vertikalen Wasserrohre bauen können, aber mehr dazu später, wenn es soweit ist. Hätte man mal fragen, Leute gerne sehen, wie wir das Ganze zusammenfarmen oder wie die einfach umwandeln sollen in Holzbasis. Ja, können wir dann auch machen. Ich meine, müssten wir jetzt ja bald lernen oder kannst du schon gut Ja, Wall nehmen? ich könnte schon ein paar Level skillen. Ja, dann denke ich mal, im nächsten Video zeigen wir dann, wie man aus den Thatch Walls die Wooden Walls macht. Ohne den Okay. ganzen Klimbatsch abzureißen. Ist eine gute Idee fürs nächste Video. Ich hoffe, das Vieh ist jetzt mal bald soweit, weil ich glaube, die halbe Stunde haben wir schon geknackt jetzt. Echt? Stimmt, ja. Ich sehe es leider nicht, ich habe keinen Timer. Ja, doch, da. Ne, 24 Minuten sind wir. 6 Minuten haben wir noch ungefähr. Zur Not Ja, okay. überziehen wir halt ein bisschen, aber in 6 Minuten dürfte das Ding eigentlich fast durch sein. Ja, es ist ziemlich fleißig gerade. Hat aber keine lilanen Beeren mehr. Ja, pass du Schon mal auf, weggehauen. dann sammle Aber ich nochmal welche. die Roten findet er gut, hä? Die Roten isst er Ja, sonst auch noch. erst die Lilanen, wenn die Lilanen weg sind, nimmt er die Roten. Okay, ja, dann hau ich ihm die Roten noch rein hier. Ja, ich guck mal, ob ich noch ein paar Lilane finde und dann. Die
Blauen kann ich dann nehmen. Ich muss auch gleich mal ins Wasser. Ich habe Also schon wieder von der Durst. Seite sind wir sicher, ja, weil da steht ein Stego in der Mitte. Also ihr könnt euch orientieren, wenn ihr so große Fleischfresser seht wie Stegos oder Brontos in der Nähe. Stopp, da muss ich dich korrigieren. Stego ist aber kein Fleischfresser. Das meine ich ja. Wenn, das ist, bist du sicher von Fleischfresser da, oder haben sie dich falsch ausgedrückt? Seht ihr? Nicht nur ihr habt Probleme, den zu verstehen, ich auch manchmal. Also wenn irgendwie Brontos in der Nähe sind oder Stegos, dann seid ihr sicher vor Fleischfresser, also wie Raptoren oder sonst was noch rumläuft. Ach so, ich wollte erstmal ins Wasser gehen. Es kommt bestimmt wieder so ein scheiß Krokodil wie bei der ersten Folge. Könnte ich meinen Arsch drauf verwetten, pass auf. Der isst dich allein und steck. Ah, aber warte mal, ich habe ja hier die Süffbuddel dabei. Genau, dann kann ich die nämlich gleich mal füllen. Solange bis die aufleuchtet ins Wasser rein. Und dann könnt ihr die auch mit Wasser füllen. Aber die verliert auch mit der Zeit Wasser, also da müsst ihr aufpassen. Ja, jetzt ist er gleich durch. 82%. Ja, ich habe aber noch viel Meo-Berries. Ja, super. Dann geht es doch mal ein bisschen schneller. Oh, ich bin hier Level Up, sehe ich gerade. Wer weiß, wie lange das schon aufblinkt. So, wieder schön ins Gewicht rein. Wer hat geschissen? Du? Nein, der Köter. Ja, du hast das Mikrofon nicht Wahrscheinlich. abgestellt, Heini. Kleine Verständigungsprobleme. So. Jetzt ist das Vieh gleich oben. So, da ist das Ding getamed. So gut wie. Den Rückweg zeigen wir jetzt aber nicht. Wie gesagt, wir sind jetzt schon hart an der Grenze. Ja, brauchen wir einen Namen? Wie wollen wir das Vieh nennen? Keine Ahnung. Was ist es denn? Männchen? Mädchen? Die sollen sich mal zerreißen, was sie für einen Namen geben Female. sollen. Ja. Community soll mal sagen, oder wie die heißen sollen. Genau. Genau, wir lassen den Namen jetzt erstmal leer. Die Community kann sich einen Namen aussuchen, postet den Namen einfach in die Kommentare rein und Satteln noch. genau, dann kriegt das Vieh den Namen, den die Community sich aussucht. Wir packen jetzt noch schnell den Sattel drauf. Klicken wir da oben drauf und ziehen einfach den Sattel da rein. Und mit E können wir aufsteigen. Wenn man es denn richtig macht. Jetzt. So. Da haben wir Tschüss. unser erstes Reitmount getamed. Ja, wie gesagt, die Zeit ist rum. Ein bisschen chaotisch gelaufen jetzt gerade am Schluss. Sorry nochmal dafür. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Würden uns über Likes, Kommis und natürlich auch über ein Abo freuen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wo wir euch dann zeigen, wie man die Wände verstärkt und die Foundations verstärkt. Bis dann!